Hi, Andre hier für tabletblog.de und mobilekicks.de. Ich bin gerade auf der Pressekonferenz von Huawei und wir haben hier das Huawei MediaPad 10 FHD. Das haben wir schon auf dem Mobile World Congress in Barcelona gesehen, aber es hat sich ein bisschen was verändert. Das 10,1 Zoll Display hat immer noch eine Full HD-Auflösung, ist ein IPS-Display, wie ihr in den Blickwinkeln vielleicht sehen könnt. Ist schön hell, hat eine hohe Auflösung, Full HD 1920x1200 Pixel. Unter dem Display verbirgt sich jetzt aber ein 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor, außerdem nur 1 GB Arbeitsspeicher, vorher war von 2 GB die Rede. Sonst läuft hier drauf jetzt Android 4.0 Ice Cream Sandwich, auf das Huawei eine eigene kleine Oberfläche gelegt hat. Das sieht auch ganz nett aus. Hier unten könnt ihr die Taskleiste hier hoch und runter packen. Ist ganz schnell, 1,2 GHz Quad-Core, wie gesagt. Da gibt es performancemäßig keine Probleme. Gehen wir mal schnell um das Gerät herum. Wir haben hier oben eine Kamera, das Huawei-Logo. Wenn wir unten gehen, haben wir, das dürfte zum einen der Port zum Aufladen sein, vielleicht auch zu einer Dockingstation. Dann haben wir hier aber so einen Rocker-Switch, um die Lautstärke zu regeln, Power-Button. Wenn wir hier weiter hochgehen, dann dürfte man dahinter zum einen den Micro-SD-Karten-Slot, aber auch den SIM-Karten-Slot finden, der in das Huawei MediaPad 10 FHD kommt, wie das erste 7 Zoll MediaPad mit einem 3G-Modul, ist immer mit dabei. Hinten haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, einen LED-Blitz und zwei Lautsprecher hier an der Seite, außerdem den Eingang fürs Headset. Wie ihr seht, ist das Gehäuse hier komplett aus Aluminium, die Verarbeitung ist wirklich gut, bis auf diese Leiste hier oben, die ist natürlich aus Plastik, damit zum einen die WLAN-Antenne, aber auch das 3G-Modul einen Empfang hat. Ja, das ist das Huawei MediaPad 10 FHD. Es soll wohl im Oktober irgendwann auf den Markt kommen, zwischen 400 und 500 Euro, mehr so 450 Euro. Und dann werden wir uns das Tablet auf jeden Fall nochmal genau anschauen, denn es ist auf jeden Fall sehr interessant, günstig und mit vielen Features. Ich bin Andrzej für tabletblog.de und MobileGeeks. Vielen Dank fürs Zusehen.